herzlich willkommen zu den Games World Daily News am Freitag. Leider immer noch ohne Dominik, dafür aber mal wieder mit sehr spannenden Themen. Wir starten mit Dark Souls Remastered Fassung für alle Plattformen, sogar für die Nintendo Switch angekündigt. Prince of Persia, Serienschöpfer, will den Prinzen wieder auf die Bildschirme bringen. Monster Hunter World, Capcom nennt Gründe für die Verschiebung der PC-Version. Und Overwatch Blizzard wollte die Helden des Shooters ursprünglich in Lootboxen stecken. Was es damit auf sich hat, das erfahren wir gleich. Los geht's mit Dark Souls. From Software hat eine Remastered-Version von Dark Souls angekündigt gestern. Erscheinen soll die aufpolierte Variante am 25. Mai 2018. Neben Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sind auch Versionen für den PC und für die Nintendo Switch geplant. Den Preis, den veranschlagt From Software mit Pi mal Daumen 40 Euro. Zu den Verbesserungen gehören unter anderem schärfere Texturen und bessere Lichteffekte auf dem PC. Da soll der Titel mit mindestens 60 FPS laufen und eine native Auflösung von 4K unterstützen. Auch die PlayStation 4 Pro und die Xbox One X profitieren von diesen Features. Allerdings wird da die 4K-Auflösung lediglich hochskaliert. Zu den Besonderheiten der Switch-Version, da gibt es aktuell leider noch keine Infos. Weiterhin hat From Software aber angekündigt, den Mehrspieler-Modus von Dark Souls Remastered angepasst zu haben. Offenbar ist da auch ein Koop-Modus für bis zu 6 Spieler geplant. Inhaltlich wird die Remaster-Fassung aber nicht vom Originalspiel abweichen. Neben dieser aufpolierten Version von Dark Souls 1, da arbeitet From Software aktuell ja an dem erst kürzlich angeteaserten Projekt Shadows Die Twice. Zudem gibt es bisher aber nur einen kurzen Teaser mit der Souls-Reihe. Da ist nach dem dritten Teil, ja, wie ihr bekanntlicherweise wisst, Schluss, leider. Ja, ist eine coole Sache, Dark Souls 1 mal wieder auf der aktuellen Konsolengeneration zu spielen. Ich habe die Version von Dark Souls 3, wo das erste Spiel dabei war für die Xbox One, und habe es neulich erst tatsächlich gezockt. Ich bin mal sehr gespannt und die Reihe ist ja ziemlich beliebt, kann man sagen. Da machen sie mit Sicherheit nichts falsch. Weniger beliebt bzw. ziemlich still wurde es um eine andere Reihe, nämlich um Prince of Persia. Seit dem letzten Teil aus dem Jahr 2008 gab es da ja nichts mehr, bis auf einen mehr oder weniger beschissenen Kinofilm. 2016, da ließ sogar ein angeblicher Ubisoft-Mitarbeiter verlauten, dass man die Serie gar nicht mehr fortsetzen wollte. Nun allerdings meldet sich einer zurück, nämlich Serienschöpfer Jordan Mechner auf Twitter. Auf die Frage eines Fans über den Fortbestand der Reihe hat er geantwortet, dass er aktuell sein Bestes gebe, um den Prinzen zurückzubringen. Und offenbar ist er dabei auch nicht alleine mit seinen Anstrengungen. Ob er damit jetzt auf die Fangemeinde anspielt, die sich ein neues Prince of Persia wünschen, oder tatsächlich auf Rechteinhaber Ubisoft, der ja das Ganze da die Steine ins Rollen bringen könnte, das ist derzeit noch offen. Aber immerhin ist er durchaus an einer Fortsetzung interessiert, wie es scheint. Ja, für Fans der Serie sicherlich eine gute Neuigkeit. Andererseits gibt es ja mit Assassin's Creed irgendwie so eine Ablösung für Prince of Persia. Hat Ubisoft ja auch schon öfters mal durchblicken lassen, dass das eben so geplant war, dass Assassin's Creed jetzt quasi das neue Prince of Persia ist. Trotzdem, wenn da ein neuer Teil uns ins Haus steht, wenn der besser wird als der letzte, dann natürlich gerne. Monster Hunter World ist unser nächstes Thema. Während sich Konsolenbesitzer ja schon ab dem 26. Januar in die Welt von Monster Hunter World stürzen dürfen, müssen sich PC-Spieler ja noch etwas länger gedulden. Der Release der PC-Fassung ist derzeit nämlich grob für Herbst 2018 angesetzt. Gegenüber der Redaktion von GamesRadar hat sich Capcom nun konkret zu den Gründen für die Verschiebung der PC-Version geäußert. Zu beachten sei, dass es sich bei Monster Hunter World ja bekannterweise um die allererste PC-Adaption der Reihe handle. Die war ja vorher eher auf den Handhelds unterwegs. Entsprechend viel Arbeit komme da auch dementsprechend auf die Entwickler zu, die natürlich auch eine fehlerfreie PC-Umsetzung abliefern wollen. Das wünscht sich jeder. Vor allem Serverstrukturen und Matchmaking-Systeme seien da in der Entwicklung besonders aufwendig. Auf den Konsolen, da können diese einfach wie so ein Plugin ins Spiel integriert werden. Am PC dagegen, da müssen aber viel mehr Details beachtet werden, um hier einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Wäre ja auch nicht das erste Spiel,
was an Matchmaking-Problemen auf dem PC scheitert. Auch liege im Moment der Fokus auf den Konsolenversionen und erst wenn diese dann erschienen sind, würde man sich voll und ganz der PC-Version widmen. Für Konsolenbesitzer, da kündigte Capcom ja erst kürzlich eine weitere offene Beta-Phase an, die startet am 19. Januar, läuft bis zum 22. Januar und am 26. Januar kommt das Spiel dann raus. Gut finde ich hier, dass Capcom tatsächlich selber an der PC-Version arbeitet und es nicht so auslagert wie manch andere Publisher oder Spieleentwickler. Da bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Hat man ja gesehen, dass sie auch PC-Versionen drauf haben, unter anderem bei Resident Evil 7 jetzt zuletzt. Overwatch ist unser letztes Thema. Und dieses Spiel gilt ja in dieser ganzen Lootbox-Debatte, die mit Battlefront 2 da so richtig in die Vollen ging, eigentlich immer bisher als Positivbeispiel. Denn gegen Ingame-Währung gibt es im Spiel nur kosmetische Items wie zum Beispiel Skins oder Emotes für die Charaktere. Blizzards ursprüngliche Pläne, die sahen aber offenbar ganz anders aus. Geplant war nämlich, die Helden von Overwatch nur in Lootboxen anzubieten, also um neue Helden zu kriegen, hättet ihr Lootboxen kaufen müssen. Das hat jetzt der YouTuber TotalBiscuit berichtet, beruft sich dabei auf eine interne, nicht näher identifizierte Quelle bei Blizzard. Die Idee, die habe man gehabt, also die Idee, die Helden in Lootboxen anzubieten, da das Sales-Team von Blizzard eben Sorge hatte, dass sich das Projekt sonst nicht finanziell lohnen würde. Also die haben gesagt, nee, Overwatch würde floppen finanziell, wenn wir die Helden nicht in Lootboxen stecken. Angeblich ist es dann wirklich nur den Entwicklern zu verdanken, dass diese Idee schließlich gekippt wurde, dass sich der Titel nämlich finanziell durchaus lohnt. Das lässt sich nicht abstreiten. Overwatch gehört ja bekanntlicherweise zu den erfolgreichsten Spielen der letzten Jahre und erfreut sich auch immer noch einer sehr großen Spielerschaft. Unter anderem natürlich auch dadurch, dass Blizzard immer neue Helden und neue Karten in das Spiel bringt und diese natürlich auch kostenlos und nicht hinter irgendwelchen Lootboxen. Bevor wir jetzt zu meinem Lieblingsteil kommen, habe ich noch eine kleine Richtigstellung an dieser Stelle. Gestern haben wir ja berichtet, dass der neue Sony Interactive Entertainment Chef John Cadera diesem Games-as-a-Service-Modell generell eine Absage erteilt hat auf Twitter. Offenbar, wir sollten einfach nicht mehr über diesen Menschen berichten. Ne? Immer wenn wir über den berichten, liegt irgendwas im Argen. Offenbar wurde der Tweet aber nicht von seinem eigentlichen Account abgesetzt, sondern von einem Fake-Account. Zwar folgen dem Profil auch einige hochrangige Sony-Mitarbeiter. Wie unter anderem Gematsu herausgefunden hat, handelt es sich dabei allerdings um einen Betrüger und gar nicht um den echten John Cadera. Scheinbar aber ein sehr gut ausgearbeitetes Fake-Profil, wenn da seine Kollegen schon drauf hereinfallen. Die Äußerung, dass Sony also nicht auf Games as a Service setzen will, die können wir derzeit nun doch nicht bestätigen. Leider. Ja, passiert halt manchmal in der großen Welt der Spiele-News. Jetzt kommen wir aber zu euch, zu unserer Community. Gestern haben wir euch ja berichtet, Three Kingdoms ist das neue Total War und spielt im feudalen China. Wir haben gefragt, gefällt euch das neue Setting? Was haltet ihr davon? Und welche Wünsche habt ihr vielleicht fürs neue Total War? GT3 Pro, der schreibt, als großer Total War-Fan freue ich mich natürlich sehr über einen neuen Teil. China ist mal ein sehr originelles Setting zu einer recht interessanten Zeit. Bei den Helden bin ich jedoch kritisch, balancing historische Korrektheit, bin der Meinung, dass die historischen Total Wars sich auch an die originalen Gegebenheiten halten sollten und nicht frei erfundene Helden ins Spiel einfügen sollten. Fantasy gerne, aber dann bitte Total War Warhammer 3. PS, geiles Shirt, der Herr, wo gibt's das? Da spielt er auf mein Let's Summon Demons Activities for Children Shirt an. Das gibt's auf QWERTY. Ich hab dir die Produktseite unten verlinkt in der Beschreibung extra für dich hier auf YouTube. Wir haben keine Kooperation mit denen. Das ist einfach, also wir verdienen daran kein Geld, wenn ihr euch jetzt dieses Shirt kauft. Ist jetzt wirklich nur als Antwort auf die Frage von GT3 Pro hier zu sehen, bevor wieder gemeckert wird, ne? Kalle K. schreibt, ich hoffe, es hat wieder etwas mehr Tiefgang. Das ist bei den Warhammer-Teilen, auch wenn ich sie wegen der Action mochte, schon verloren gegangen. Etwas mehr zum Planen und Taktieren gezwungen zu sein, würde der Serie wieder gut tun. Ich kann dazu leider überhaupt nichts sagen. Ich habe nämlich überhaupt keine Vergangenheit mit Total War. Ich habe mir den ersten Total War Warhammer mal angeguckt
Und es war dann natürlich nicht unbedingt mein Genre. Ich war ein bisschen überfordert, es gab so viel zu tun irgendwie. Aber ich bin halt ein großer Warhammer-Fan, deswegen habe ich mir das halt mal angeguckt. TNM001 schreibt, ich mag die Idee, habe Rome und Rome 2 auch ausgiebig gespielt. Das funktioniert sicher auch im China-Setting. Allerdings hoffe ich auf etwas mehr Übersicht im Spiel. Das gilt im Speziellen für die Einheiten und deren Werte. Da fehlt mir der intuitive Zugang. Oft verplempert man viel Zeit herauszufinden, warum man überrannt wurde, beziehungsweise warum es plötzlich so einfach geht. Auch Komplexität muss nicht kompliziert sein. Ja, da sprichst du genau das Problem an, was ich mit der Total War-Reihe bisher hatte. Mir ist es nämlich alles viel zu komplex und undurchsichtig. Ich weiß da überhaupt nicht, was ich mache. Also am Anfang geht's ja noch, ne, wenn du so eine kleine Siedlung nur hast. Aber wenn du dann versuchst, so dein Reich auszuweiten, andere zu überfallen, dann passieren irgendwie ganz mysteriöse Dinge. Das ist mir einfach alles viel zu kompliziert und ich bräuchte da bestimmt ewig, um mich da reinzufuchsen. Deswegen bleibe ich halt lieber bei Shootern. Aber trotzdem ist es natürlich interessant, eure Meinungen zu dem Thema zu lesen. Vor allem von denen, die halt die Total War-Reihe auch kennen. Dafki90 schreibt zum Beispiel, ja, ich finde das Szenario gut, weil es noch ziemlich unverbraucht ist. Eine endlich gute KI und viele Fraktionen mit viel Tiefe wünsche ich mir für das neue Total War. Hoffentlich gehen da natürlich deine Wünsche in Erfüllung, vor allem das mit der guten KI, ist ja natürlich ziemlich klar. Prolo schreibt, ich mag Historie sehr gern und finde historisch korrekte Games auch sehr ansprechend. Viele Spiele, die ich in der Vergangenheit gespielt habe und die auf einem realistischen historischen Setting beruhten, haben mich dazu gebracht, mich mit dem Hintergrund näher zu beschäftigen. Das Spielen war somit für mich der Ansporn, mich ein wenig weiterzubilden, weil mich das Ganze rundherum dann einfach sehr interessiert hat. Wenn es dann auch noch ein Spielgenre ist, das mich generell interessiert, und da gehört für mich Real-Time-Strategy dazu, dann ist das umso besser. Aus dem Grund habe ich zum Beispiel Total War Warhammer ausgelassen. Fantasy mag ich grundsätzlich schon, aber das Warhammer-Universum gar nicht. Ja. Warum auch immer. Also ich mag Warhammer total gerne, aber klar, Geschmäcker sind verschieden. Und da sagt noch mal einer von diesen schlauen Leuten, dass Spielen dumm macht bei so einem Kommentar. Ne? Ich meine, sowas als Anreiz zu sehen, sich weiterzubilden, ist ja das Beste, was dir passieren kann. Da setze ich auch ganz große Hoffnungen in Kingdom Come Deliverance, auf das sich ja auch viele aus der Community richtig freuen. Spielt ja so ein bisschen vor den Hussitenkriegen und war für mich auch so mal ein ausschlaggebender Punkt, sich ein bisschen tiefer mit dem Mittelalter zu beschäftigen und so weiter und so fort, was denn zu dieser Zeit genau passiert ist, vor allem da das Spiel ja auch ziemlich historisch korrekt ist, also auf jeden Fall schöner als dröger Geschichtsunterricht, sowas mit spielerisch zu erlernen eben. Thorsten Diephander schreibt, ich fand die Shogun-Teile schon nicht besonders, hätte mich lieber über ein Medieval 3 gefreut oder mal ganz was anderes, ein Total War im World War 2 Setting, also im zweiten Weltkrieg wäre natürlich auch mal interessant. Mittlerweile ist die Reihe ja so erfolgreich, dass die schon relativ viel vergangene Zeiten abgedeckt haben. Sie finden natürlich da auch genug Material, das ist klar. Medieval 3 ist auch so ein Kandidat, das man immer wieder liest bei Total War, worauf sich die Leute eben freuen. Ob Total War dann tatsächlich irgendwann mal einen Ausflug in die Moderne macht, ich halte es aktuell für unwahrscheinlich. Dafür verkaufen sich die Historienschinken einfach zu gut. Warum aber nicht? Ne? In der heutigen Zeit, wo Battlefield im Ersten Weltkrieg spielt, hätte dir vor 10 Jahren auch keiner abgekauft. In diesem Sinne sind wir schon wieder am Ende. Falls es euch gefallen hat, dann hebt die Daumen. Natürlich freuen wir uns da sehr drüber. Es macht den Kanal ein bisschen größer, macht uns ein bisschen bekannter. Und dann gibt es bestimmt in Kürze auch wieder ein wunderbares Gewinnspiel. Das Problem aktuell ist halt, dass keine gescheiten Spiele rauskommen. Erst wieder in Kürze mit Monster Hunter World, das ich übrigens soeben vorbestellt habe. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr mich hasst dafür, dass ich Sachen vorbestelle, obwohl ich immer predige, dass man eigentlich nichts vorbestellen soll. Es tut mir leid. Ja, in diesem Sinne ein wunderschönes Wochenende. Das Weekly muss leider schon wieder ausfallen. Ich bin immer noch allein. Domi ist immer noch nicht da. Und allein kann ich den Schinken leider noch nicht schneiden. Dafür aber das Daily hat ja gestern auch ganz gut geklappt. Und auch nochmal vielen Dank für die lieben Worte von euch, denen ja überhaupt nicht aufgefallen ist, dass ich das gar nicht, dass das gar kein Profi geschnitten hat, sondern ich. Fand ich super. Jo, wir sehen uns am Montag wieder in den Daily News. Macht's gut und ein wunderschönes Wochenende. Ciao.